Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchte ich mal mit euch eine kleine Runde durch die Werkstatt gehen und euch zeigen, was bei uns so ansteht, was wir so machen im Moment und woran wir so arbeiten. Ich fange mal an, wir haben hier einen 1963er Chevy C10 Pickup. Da haben wir eine ganze Menge dran gemacht. Ist ein Kundenauto. Aber sieht total geil aus und ist auch super geil vom Zustand her. Ich weiß nicht, ob wir da mal reingucken können. Also, das Ding ist schon schick. Dann auf der nächsten Seite, hier haben wir einen Jeep Grand Cherokee. Da müssen wir die Lichtmaschine austauschen, da ist die Lichtmaschine kaputt. Da liegt sie auch. Da arbeiten wir im Moment dran. Und das ist die eine Halle. Dann nehme ich euch mal wieder mit hier die andere Halle. Hier haben wir einen 2020er Jeep Wrangler Rubicon Unlimited. Das heißt Viertürer. Ich schwenke euch nochmal um. Viertürer, das ist immer der Unlimited. Und als Neuwagen, den rüsten wir im Moment um für den TÜV. Weil ja die Autos, wenn die aus Amerika kommen, immer umgerüstet werden müssen. Und der ist auch schon geil. Hat auch den 3,6 Liter V6 Benziner, das haben die wenigsten. Der kommt jetzt aus Kanada hier. In Deutschland gibt es sie, glaube ich, gar nicht als 3,6 Liter V6 als original deutsches Auto. Den zeige ich euch mal ein bisschen näher. Also den haben sie schon schön gemacht, muss man sagen. Von innen gibt es auch in hell die Aufnahmen übrigens. Der ist jetzt hier von innen schon ein bisschen auseinandergerupft. Weil wir da dran müssen zur Umrüstung. Aber den haben sie schön gemacht mittlerweile. Mit roten Applikationen da drin, rotes Armaturenbrett, Vollleder. Also der ist schon schick. Das Allergeilste an dem Ding zeige ich euch aber gleich noch. Geh noch einmal rum. Weil der hat schon Stahlstoßstangen. Vorne und hinten. Gut, ganz natürlich LED rundherum. Der hat die schönen BF Goodrich Offroad Reifen schon drauf. Und jetzt gehen wir doch mal eben rein. Jetzt mache ich mal eben hier die Zündung an. Und dann haben wir hier dieses Knöpfchen. Und dann passiert das. Und dann haben wir einen kompletten offenen Himmel. Machen wir mal die Zündung aus hier. Das ist schon nice, ne? Da ist alles offen. Das ist das Skytop bei dem Jeep. Das haben sie cool gemacht. Aber, ach ne, bevor wir jetzt rausgehen, zeige ich euch mal eben Zwischenstand von unserem Umbau. Ihr habt das vorher Video wahrscheinlich schon gesehen. Vom F-150 Shelby Offroad Truck. Jetzt muss ich hier mal eben im Labyrinth laufen, weil hier die Teile alle liegen. Und zwar ist er da. Das ist der F-150 Shelby Offroad Truck. Den wir im Moment komplett umbauen. Da haben wir schon ganz viel dran gemacht. Erstmal haben wir diese hammergeilen
schwarzen Felgen und Offroad-Reifen. Das ist auch, lass mich nicht lügen, da unten sieht man es, 37 x 13,5. Das sind riesen Offroad-Reifen mit entsprechend geilen schwarzen Felgen. Dann haben wir, was extrem auffällig ist, das Auto schon mal verbreitert. Wir haben die Serienteile noch irgendwo liegen, die zeige ich euch beim nächsten Mal. Das Auto ist schon extrem breit geworden. Vorne ist er breiter als hinten. Dann haben wir Stahlstoßstangen dran gebaut. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht erzählt, dass wir das vorhaben. Auch hier ist Stahl dran. Hier haben wir schon mal eine Seilwinde dran gebaut, was etwas tricky war, weil die Stoßstange eigentlich nicht für eine Seilwinde ausgelegt war. Ja, das ist von der Seite. Alles andere zeige ich euch mal von hier. Der Innenraum ist komplett nackt. Also das ganze Auto ist vollkommen zerrupft worden, weil der auch gemacht wird. Das heißt, der Innenraum wird gemacht. Wir haben nichts mehr. Keine Türverkleidungen. Wir haben nicht mal mehr ein Lenkrad. Dafür hat es auch nicht mehr gereicht. Also es ist alles leer. Wird alles gemacht. Und im Moment sind wir hinten dran. Hinten kommt ein, da sieht man schon eine Schiene. Da unten, da läuft sie. Es gibt einen doppelten Boden in diesem Auto. Das heißt, dass wir haben auf der unteren Ebene haben wir einfach Staufächer. Und auf der oberen Ebene kann man dann ganz normal, wie man es kennt, den ja, Fahrzeugboden oder die Ladefläche nutzen. Man verliert natürlich etwas an Höhe, aber das wollte der Kunde unbedingt so, damit er da ein bisschen mehr Platz hat, um Sachen zu verstauen, die dann auch nicht hin und her fliegen auf der Ladefläche.